So, moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge They Are Billions. Ich will hoffen, dass es mit dem Ton einigermaßen heute funktioniert. Ich habe schon die letzten Folgen von Seven Days, oder die ihr natürlich noch nicht kennt. Sind tontechnisch nicht so dolle, weil es gab wieder ein Update für mein Mischpult und ich habe das wahrscheinlich nicht ganz optimal eingestellt, aber egal. Wir werden es sehen, wir werden es hören. Ansonsten habt ihr auf jeden Fall das Gameplay. Wenn schon nicht meine Stimme, dann passt das schon. So, in der letzten Folge waren wir hier beim infizierten Schwarm ja dabei, was sich nicht so ganz einfach gestaltet hat, das ganze Thema. Nun hatte ich in den Kommentaren gelesen, hey, noch Wespen, pipapo. Können wir machen? Mir fiel noch was anderes ein. Und zwar folgendes. Ich wollte jetzt ganz gerne freischalten hier. Mobile Fortbewegung, Titan. Wollte ich ganz gerne einmal aktivieren. Und was ich auch nochmal kaufen wollte, obwohl, das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr funktionieren, weil wir 180 Punkte ja brauchen. Oder muss ich das wieder rausnehmen? Weil Soldatenangriffsstärke plus 20%. Das wäre vielleicht auch nochmal eine geile Geschichte. Wobei ich am liebsten... Ja gut, wenn ich mich dafür entscheide, entscheide ich mich jetzt dafür. Oder Spezialmunition. Plus 20%. Wir machen mal Spezialmunition. Da haben wir 130. Was haben wir hier noch? Wolframsäge. Holzrodung plus 10%. Stacheldraht hätten wir. Oder wir sparen jetzt mal wieder Punkte. Das hatten wir ja schon. 130 Punkte hätte ich noch. Dann lassen wir das erstmal. Wir lassen es erstmal machen, das mit 130... mit 130 Punkten. Wir machen das immer mit 20%. Ich weiß nicht, ob das bei diesen Missionen hier auch so mit... Achso, warte mal. Eine Sache wollte ich mal kurz gucken. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch freischalten darf. Hier. Gepanzerte Außenposten. Kommandozentrale für den Einsatz der Armee. Das markiere ich auch nochmal kurz. Ich weiß nicht, ob das ein Upgrade zu den Wespen ist. Oder ob man damit die Außenposten nochmal upgradet, die wir hier in den Schwärmen haben. Weil die heißen ja eigentlich auch Außenposten. Egal, gucken wir uns das mal an. Wir schauen uns das mal an, hier mit diesen komischen Lickern, Kotzern, wie auch immer. Und ob wir das diesmal nur mit Wespen, wenn ich jetzt nur Wespen hinbaue, ob das irgendwie was bringt. Das wäre es jetzt, das gilt es jetzt zumindest erstmal auszuprobieren. Ich glaube ja, gut, das sind die hier. Okay, das war das Upgrade hierfür, alles klar. Gut, ist ja nicht schlimm. Ne? Es ist ja ganz gut so, das passt jetzt eigentlich, glaube ich, auch ganz gut rein. So, Wespen kosten 40. Soll ich jetzt nur Wespen nehmen? Tatsächlich nur Wespen? Ich glaube... Was? Darf ich gar nicht so nah dran setzen, die Wespen? Warte mal, ich pack die mal... nach außen. So. Ich pack erstmal die Wespen so direkt... 1, 2, 3. Ja, ich baue die jetzt mal ein bisschen wild hier hin. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich was bringt, aber ausprobieren kann man es ja wenigstens. Schnell die kaputt gehen. Vielleicht ist mal Wildwuchern hier einfach welche hinbauen. Weil die haben sowieso einen gewissen Radius, sieht man ja, also von daher. Ach, weißt du was? Fertig! Einfach mal ausprobieren. Einfach mal gucken. So, jetzt haben wir noch 10 Punkte. Und dann starten wir mal die Horde hier. Mal gucken. Ich glaub, weiß nicht, ob das Ding auch selber schießen kann. Ich versuch's einfach mal. Entweder hilft es mit den Wespen oder nicht. Sonst müssen wir was anderes uns aussuchen. Und ausgucken. Aber wir probieren das erstmal mit den Wespen. Mal gucken, was die sagen.
Ich denke mal eher, dass es nicht funktionieren wird, weil wir haben erstens mal hier zu wenig Wespen und insgesamt glaube ich auch von der Menge passt das nicht. Ja gut, schon ein ganz guter Start. Na, ja, sind auf jeden Fall zuverlässiger als Soldaten, ist ja klar. Ja gut, funktioniert ganz gut, zugegeben. Ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal mehr Spucker getötet als beim letzten Mal. Also es war eine gute Idee, das nur mit Wespen zu machen. Ich hätte das jetzt sonst mal versucht mit einem Titan oder sowas, ne? Kann man ja alles gerne mal ausprobieren. Da kochen sie doch ganz gut runter. War eine schöne Idee, nur mit Wespen das zu machen. Aber so kann man sich eben halt mal neue Strategien in Anführungszeichen ausdenken, ausprobieren, austesten. Und die inneren Wespen sind noch nicht mal betroffen momentan. Ah, ich glaube, die Wespen sollten wir auch gerade, wenn wir nachher diese Lecker und Spucker zukünftig nochmal wieder Mission haben werden, dass wir da noch ein paar mehr Wespen bauen. Die machen dann doch auf mehr Radius dann auch Schaden. Auf 300. Schön. Ja, so eine schöne Wespenbatterie nachher zum Schluss. Also bei den Missionen. Sehr schön. Guter Tipp, Dankeschön. Ich meine, es war jetzt, ich denke mal, früher oder später wäre ich da auch nochmal drauf gekommen, aber wahrscheinlich hätte ich mir nochmal so ein, zwei Niederlagen nochmal eingehandelt. So, wir spielen aber trotzdem noch Omikron. Weiß ich nicht. Also, wenn das so eine fertige Mission sein soll. Da sind wir bei 73%. Das haben wir natürlich auch schon durch. Was haben wir hier überhaupt für eine Geschichte? Grundwasservorkommen in der Wüste hebt sich eine antike Festung. Überbleibsel lediglich ein paar Wälle haben die überdauert. Verteidigung aufzubauen. Ingenieure. Ach, weißt du was? Wir versuchen einfach mal das Omikron-Labor. Mich würde es einfach mal interessieren, was uns da erwartet. Aber schauen wir mal. Okay, Omikron-Labor. Eine dunkle Festung erhebt aus dem geisterhaft anmutenden Sumpf, welcher leicht grünlich schimmert. Das Gebäude hat fünf kreisförmige Etagen und seine Funktion ist unbekannt. Allerdings scheint es sich um ein biologisches Forschungslabor zu handeln. Es sollten sich in jedem Fall wertvolle Technologien und vielleicht sogar ein paar Antworten zum Ursprung der weltweiten Infektion im Inneren zu finden sein. Ja, sonst das Übliche, erfülle dir das Missionsziel, Missionsartefakt finden. Ein Held muss natürlich lebend entkommen. Dann sammle wertvolle Objekte für das Imperium, 330 Punkte, antike Technologie, 700 Punkte und der Held muss natürlich lebend entkommen. Ja, Omikron-Labor, schauen wir uns das an. Sumpf, das lässt natürlich dann wieder auf die Spucker schließen. Das heißt, wir werden gleich was mit Spucker zu tun haben. Sehr toll. Ich liebe diese Wistviecher. Nein. So. Waiting silently for your orders. Das sieht ja schon so ekelhaft hier aus, ne? Muss ja auch nicht so unbedingt sein. So, was haben wir hier stehen? Exemplaranlieferung. Achtung, Exemplare bitte hier abgeben und Sicherheitsprotokoll A201 befolgen. Unsere Mitarbeiter sind für den Transport zu den Quarantänekapseln. Achso. Okay. Gut, hier scheint. Können wir hier gut hin? Können wir mal gucken, weil das sind manchmal so kleine
Ah, siehst du, da dachte ich doch. Siehst du, da habe ich mir schon fast gedacht, dass da was ist. Na. Yay, zwei Granaten. Das ist gut. Das ist wirklich gut. So. Ich weiß gar nicht mehr, was ich geskillt hatte beim letzten Mal. Ich glaube, Schussfrequenz hatte ich nochmal geskillt. Den einen Punkt, den ich ausgegeben hatte. Glaube ich, aber glauben wir es ja nicht wissen. Ja, und wie der Frank ja uns schon geschrieben hatte, ist das natürlich eine Mission. Ist das eine Mission, wo auch andere YouTuber schon verzweifelt sind. Und da werden wir gucken, ob wir da auch so stark verzweifeln werden. So. Dann gucken wir doch mal. Und da haben wir die ersten. Die ersten paar Pünktchen, die ersten Forschungspunkte. Schussfrequenz habe ich auf jeden Fall geskillt, wie es gerade aussah. So, erstmal das Bereich. Erstmal den Bereich drumherum klären. So, gucken wir doch mal. So. Das ist ja schon mal ein interessantes Außenareal. Reichweite können wir sonst das nächste Mal skillen. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Schön aus der Distanz. Oder Schusskraft? Oh, müssen wir mal sehen. Oha. Ich merke schon. Oh, siehst du mal, den kriegen wir doch schon ganz gut runtergeputzt. Aber gut, das war jetzt ein Gegner. Wenn davon jetzt mal 12 kommen oder so, dann haben wir auch richtig Spaß. Vor allem, wenn wir mal so überlegen, wir haben insgesamt 5 Etagen. Ich will nicht hoffen, dass die Etagen so dermaßen groß sind. Dass wir da erstmal Stunden jetzt mal bei sind. Ich weiß ja auch nicht, wie lange noch diese Missionen insgesamt gehen, wie viele Missionen wir von ihm hier noch haben. Ich meine, so mehr als 1, 2 werden das wahrscheinlich gar nicht sein. Weil wir sind ja auch forschungstechnisch, sind wir schon ziemlich am Ende angekommen. Also wir haben natürlich noch nicht alles erforscht, klar, aber... naja, wir werden ja auch nicht ohne Ende Punkte kriegen. Irgendwann wird ja auch mal Schluss sein. Schluss mit lustig. So, und dann gehen wir gleich mal rein und gucken, was drin los ist. Jetzt haben wir erstmal den Außenbereich so ein bisschen geklärt. Ein klein wenig geklärt. Oben war ja nichts weiter. Kann man nicht weiter. Oder kann man da weiter? Das ist nicht danach aus. Ach ja. Da wollen wir mal schauen. Wollen wir mal schauen, was uns drin erwartet. Sicherlich keine netten Menschen. Das wäre doch mal schön. Das wäre doch mal eine Abwechslung, wenn hier das Tor aufgeht und dann so wie bei einer Überraschungsparty überall fliegen die Ballons durch die Gegend und Konfetti und viele Leute schreien, hey, Überraschung und Party und der Krieg ist vorbei und wir freuen uns. Das wäre doch mal was Tolles, oder? Das hätte doch mal was. Das wäre doch mal so ein... Das wäre doch tatsächlich mal so ein Ding. Nice, sagt er. Oh, guck mal, hier wurde auf jeden Fall geforscht. So, links oder rechts? Ich gehe mal nach links, habe ich schon ein paar Kandidaten gesehen. Ah. Hier unten gehen wir auch mal gucken. Wir klären erstmal den unteren Bereich, würde ich sagen. Und dann gehen wir langsam nach oben. Wir müssen hier sowieso noch ein paar Kisten aufmachen.
Und ich denke mal, desto höher wir kommen in diesem Gebäude, desto unangenehmer wird es garantiert auch werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber schauen wir mal. Eins nach dem anderen. Jetzt sind wir erstmal hier unten, clearen wir erstmal hier auf. Und dann lass uns mal überraschen. So. So, da ist nichts weiter. Da ist auch nichts weiter. Was steht hier? 120 Punkte haben wir schon, sehr schön. So, Urexemplar. Erster Stufe. Stufe 8 Infizierter. Lebend gefangen. Jahr 2147. Leider hat die Verwesung des Körpers bereits begonnen, weil die Konservierungsflüssigkeit ausgelaufen ist. Achtung, Ausstellungsprobe. Bitte nicht auf das Glas der Kapsel schlagen. Und dann halten wir uns doch mal da dran. Haben wir hier noch was? Hier, hier. Eine Kiste. So, das heißt, wir können uns wahrscheinlich schon... Naja, mal gucken. Also hier werden wir doch garantiert wieder irgendwelche Mutanten finden. Da bin ich mir sicher. Hier haben wir nichts weiter. War hier drüben noch irgendwie was? Hier haben wir den noch nicht. Okay. Dann gehen wir sonst auch hier hoch. Ist, glaube ich, egal, welche Seite wir hochgehen. Ich denke mal, dass wir das Areal so oder so einmal komplett säubern müssen. Und nochmal 30... Forschungspunktemäßig sieht das schon gut aus. So, gute Nacht. So, wen haben wir hier drin? Test- und Probelabor. Achtung, biologische Quarantänezone. Schutzanzüge sind Pflicht für das Forschungspersonal. Ja, sehr gut, dass wir da ohne reingehen. Moin. Lass uns mal ein bisschen laufen. Ein Glück habe ich die Schussfrequenz erhöht. Das sieht aber schon mies aus hier drin, ne? Was haben wir hier noch so alles? Überall die Leichenteile. Und hier auch noch so irgendwelchen komischen... Wenn die mal nicht noch ausbrechen. Ich hab da so meine Erfahrung bei solchen Spielen. Das ist, ob das nur Seven Days ist oder andere Zombie-Mutanten-Spiele. Solche Leute brechen eigentlich immer irgendwie aus und dann hast du Geburtstag. Ja, siehst du, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Siehst du? Als hätte ich es gewusst. Und ja, das war doch wieder so klar. Das war wieder so klar. Da sind wir natürlich schon wieder halb tot. Na, das ist aber auch. Das ist ja wieder klar. Das sind nämlich diese komischen. Ja, das ist... Hier müssen wir echt aufpassen, dass wir nicht auf die Biester hier schießen. Also sollten wir nicht in der Schusslinie sein. Würde ich mal so sagen. Also mal versuchen... Weil ich weiß nicht, ob die Dinger automatisch platzen. Das kann nämlich auch sein, wenn wir uns in der Nähe befinden, dass er dann durchdreht. So. Lass uns erstmal hier sammeln. Hä, konnte ich hier nicht gerade sammeln? Das war doch irgendwie noch gerade angezeigt, oder nicht? So, ich muss mich erstmal heilen. So, lass uns erstmal suchen. Ach du Scheiße, das wird, glaube ich, richtig spaßig hier drin. Hauptsache, wir finden noch ein paar Medikits. Oh, hier ist nochmal Gold oder sowas. Soll ich mal Medikit nochmal sammeln? Ja, schießen. Wir könnten auf die schießen, aber ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ach, egal. Ja, siehst du. Wenn man die gezielt angreift, dann geht das dann auch. Da kriegen wir die dann auch weggefräst. So, noch ein paar Imperium-Punkte. Also die sollten wir schon wirklich gezielt angreifen. Dann kriegen wir die eigentlich auch ganz gut weg. So, hier ist hier noch irgendwas. Ja, hier ist natürlich die Tür noch. Ist natürlich gleich das Problem. Na gut, schauen wir mal. Ist mal eins nach dem anderen. So. Okay. Was haben wir hier? Externer Zugang E2. Achtung, Methanverarbeitung läuft auf 100%. Ver
Verpressung von Verbrennung von überschüssigem Gas aktiv. Feuerschutzkleidung der Stufe 5 ist Pflicht für den Arbeiter. Mach da mal rein. So, wo kommt das Feuer hier raus? Aus diesen Dingern, okay. Ja, dann müssen wir sonst mal zärtlich gucken gehen. Oh, da kommen ein paar mehr. Moin. Dann ziehen wir uns mal erstmal zurück, würde ich mal sagen. 5 Granaten haben wir mittlerweile. Na, die Schussfrequenz ist schon ganz nett. So, weiter geht's. Ja, guck mal alle. Schon in Ordnung. So, holen wir uns erstmal die Kiste hier. So, müssen wir mal dann ein bisschen austimen. Von hinten kommen keine mehr, ne? Oh, ich muss natürlich gucken. Ey, wenn das jetzt insgesamt 5 Etagen sind, dann frage ich mich hier, wie wir... Obwohl, na gut, 5 Etagen, das sind wahrscheinlich hier mit auch diese Treppen gemeint. Also da sind wir ja schon in dem ersten Ring hier. Na, mal gucken. Lassen wir es mal ein bisschen laufen wieder. Aber wenn sie von alleine kommen, eins vereinzelt, dann kriegen wir sie mal einfacher weggefräst. Das ist schon gut. Und wieder Wissenschaftspunkte. So, gehen wir mal bis hier vorne. So, wenn der weg ist, dann gehen wir mal da runter. Ach, hier ist gar nichts drin. Na, scheiße. Hier oben, hier ist noch ein Medikit. Das werde ich mir auf jeden Fall mal gönnen. So. Okay. Na, du Spießrutenlauf. Kann ich ganz gut mit leben. Mal gucken, ob sie durch die Feuer durchkommen. Kommt doch ruhig zu mir. Ist in Ordnung. Ja, kommt ruhig zu mir. Ist in Ordnung. Die, die überbleiben, die erschießen wir gleich noch zum Dank. Ja, lass sie doch kommen. Lass sie kommen. Lass sie kommen. Ihr Kinderlein, kommet. Ja, siehste. Soweit müssen das mal kommen. Zack. Spart uns Munition, spart uns Ärger, läuft. Frage ist, ob wir... Was hier hinten schön ist? Also ich dachte, das wäre schon das Artefakt, aber nein, schade. Hätte ja sein können, aber das ist ja meistens eh weiter hinten. So, wie schaut's bei euch aus? Wollen wir noch ein Stückchen? Kommt ihr nochmal rum oder nicht? Frag nur. Leider ist hier vorne nicht so viel Feuer. Das ist natürlich schade. Das ist eigentlich nur auf dieser Seite. Ja gut, sonst locken wir sie gleich mal an. Das ist ja auch nicht das Problem. Nein! Wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich auf das Feuer warten. Also bis es ausgeht natürlich. So, da kommt mal, ihr kleinen Bürschchen. Yes.
Aha. Warum hat er... Naja. Ich verstehe nicht, warum er den erst den hinteren erschossen hat. Ah, zwei Medikits haben wir jetzt. Das ist schon gut. For the humans. So, weiter nach vorne. Sehr schön, am besten lassen wir ihn gleich mal da stehen. Komm, wir sind noch ein paar angelatscht. Na, ist natürlich schwierig. Also wenn wir natürlich spontan fliehen sollten, dann müssen wir gucken. Aber wir haben zwei Medikits. So viel Schaden nimmt er, glaube ich, nicht, wenn er durchs Feuer rennt. Rennt, also geht. So, mal hier hingehen. Lass sie erstmal kommen. Gut, gut, gut. Dauert zwar ein bisschen, man muss erstmal warten, dass wir die ganzen Zombies so langsam runterkochen. Und das ist mir auf jeden Fall lieber, als wenn er gleich dann eine Horde von 50 Zombies angewackelt kommt. Na, ist hier noch wer? Ich glaube, das war's schon. Gut, das haben wir. Dann holen wir uns mal da oben den Kremsel. Oh, und Imperiumspunkte. Hier vorne ist hier noch... Ist hier eigentlich irgendwas? Hier habe ich noch gar nicht geguckt, groß. Hier ist, glaube ich, alles weg. Das hatten wir gemacht. Hier müssen wir natürlich nochmal schauen. Hier hinten ist sicherlich noch was. Ja... Da ist irgendwas. Hier hinten ist noch was. Da ist noch eine Kiste. Und hier oben ist auch noch mal eine Kiste. Gehen wir erstmal hier vorne hin. So. Lass ihn nochmal rankommen. Ja, wir lassen ihn mal rankommen. Das sind dann drei Zombies weniger, das passt schon. Ja, bis da. Ah, siehst mal, kochen wir sie hier so ein bisschen schon weg. So, komm. Bei der Kiste waren wir auch noch nicht. Ah. Na, möchtest du auch noch mal? Ah, okay. Gnadenstoß. So, hier ist nichts mehr. Speicherpunkt, ah. Nicht, dass das irgendwas zu bedeuten hat hier. Weiter voran. Gehen wir jetzt hier oben mal lang. Da oben ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Hier ist noch ein bisschen was. So. Ja, sonst gehen wir erstmal in die Kiste. Oh, das war knapp. Let's go.
So, haben wir hier noch irgendwas? Da können wir uns nochmal die Kiste angucken. Auch nochmal Forschungspunkte. So, da ist noch ein Zombie. Die Kiste hatten wir schon. Dann gehen wir hier vorne nochmal bei. Aber wir warten die Flamme nochmal kurz ab. Oh, der hat auch nichts von seinem Glück gespürt. Nein, Mist. So, ab und zu laufe ich dann doch mal schön in die Flammen rein. Na komm. Hörst du jetzt mal auf zu brennen? Gut, ich gehe einfach durch, was soll's. So. So, gucken wir mal. Ja, wir haben ja gerade wieder ein bisschen Schaden gefuttert. Ja, das ist natürlich wegen diesen Scheiß Flammen, wo man nicht weiß, wie lange brennen die jetzt, wie viel Zeit hat man. So, können wir hier vorne mal luschern. Okay, hier geht's auch nochmal nach oben. Wahrscheinlich ist das der gleiche Weg hier. Oh, warte. Was steht hier? Externer Zugang E2, Achtung, Methanfall. Achso, okay, das ist das gleiche. So, es ist die Frage. Das ist sicherlich ein Spucker hier. Kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es ein Spucker ist. For the humans. So, aber auch den kriegen wir gut hin. Oh, bis hier vorne mal laufen. So, Exemplar der Gattung Veninosa Infecti. Dieses Exemplar wurde im Jahr 2158 gefunden. Infizierten, welche mit Tetrodotoxinen behandelt wurden, haben nicht nur überlebt, sondern sind zu einer noch gefährlicheren Spezies mutiert. Diese ist in der Lage, tödliches Schleim zu spucken. Achtung, lebende Exemplare, nicht auf das Glas schlagen, es ist nicht kugelsicher. Oh, ein Glück. So, ich gehe nochmal trotzdem hier unten nochmal schauen. Damit wir zumindest die Tür mal aufhaben. So. Gucken wir uns hier nochmal die Kiste an. Also, wenn wir die Tanks gezielt ausknipsen, dann geht das eigentlich. Wonderful. Und noch zwei Granaten. Jetzt haben wir schon 9 Granaten. Hier geht es auch mal nach oben. Ich glaube, wir gehen, machen erstmal den Bereich hier unten fertig. Ich schwabbel das noch vor sich hin. So, gucken wir mal, was wir hier finden. Oh, ja. Als allerliebst. Of course. Oh. Papien! Jo! Papien. Rexpack. So. Wonderful. Papien! Meine Lieblingsgegner. Naja, bis auf die Spucker. Das sind ja meine absoluten Lieblingsgegner. For the humans. Aber die lassen sich zumindest auch schnell ausknipsen. Also da müssen wir Stück für Stück hier vorgehen. Stück für Stück. Einer nach dem nächsten. Und wir müssen auch zusehen, dass wir vielleicht nachher... dass wir möglichst schnell dann Erste-Hilfe-Kisten finden. Da hinten liegt auf jeden Fall einer. Die wussten schon warum. Okay. So. So, gute Nacht. Das war's hier, glaube ich, schon, ne? Ja. Das ist natürlich... eigentlich müssten wir 2 Granaten dann jeweils immer werfen. Eine Granate für die Behälter und eine Granate für die Harpien selber.
So, okay. Gleich erstmal Medikit. So. Und noch mehr Forschungspunkte, geil. Ist hier noch irgendwas? Ist das nichts zum Sammeln hier? Ah ne, das waren Knochen, okay, alles klar. So, da ist alles weg. Da ist alles weg. Da ist alles. Oh, hier ist noch was. Uns ist hier, glaube ich, alles weg. Nochmal Imperiumspunkte. Ja, das Artefakt ist wahrscheinlich sowieso ganz oben. Ganz in der hintersten Ecke, also. Da bin ich mir sicher. Ah, geh jetzt mal bis hier. Puh, hab hier Nest klar gemacht. Not sure. Was haben wir hier? Versuchslabor Raum A. Achtung, Experiment mit der Strahlenmaschine läuft. Es wird empfohlen, die Maschine nach einer Stunde auszuschalten, da sonst das Risiko einer Explosion besteht. Ja. Kann ich bestätigen. Okay. So, hier ist auch nochmal eine Harpie. Jo. Ja, okay. Vielleicht sollten wir die doch einzeln ausknipsen. Also mit einer Granate ist, glaube ich, nicht so schlau. Oder ich gehe erstmal ein bisschen weiter nach hinten. Damit wir einen optimalen Abstand haben. Ich glaube, wir knipsen die einzeln aus. Mit der Granate, das war, glaube ich, keine gute Idee. So glad to do it. Ach so, da sind aber auch normale Zombies drin. Da sind normale Zombies drin, das sind gar keine Harpien, alles klar. Okay, Granaten werde ich trotzdem nicht versauen. Wir knipsen die einzeln aus und das ist gut. So. Also wissen wir auf jeden Fall, dass hier Experimente offensichtlich gemacht worden sind. Die Frage ist ja auch, ob die Infizierten tatsächlich, ich sag mal, natürlichen Ursprungs gewesen sind oder ob das tatsächlich, naja, einfach nur ein schiefgelaufenes Militärexperiment gewesen ist, wie es also oft meistens der Fall ist in solchen Szenarien. Ist ja meistens so, da wird rumexperimentiert, auch wir können ja mal was ausprobieren. Zack, hast du Zombies, zack, hast du eine Invasion von den Zombies, Epidemie, eine Pandemie. Und dann stehst du da und fragst dich, ja Mensch, wo kommen die ganzen Zombies her? Hm. Wo kommen bloß die ganzen Zombies her? No fear. For the humans. So, das waren alle hier, glaube ich, ne? Okay. Haben wir noch was zum Sammeln? Hier hinten war eine Kiste. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. 220 Punkte von 330 und mittlerweile 590 Punkte von 700. Also. Come on, the are waiting. Exemplar der Gattung Rabidi Harpyria. Keine Ahnung. Dieses Exemplar wurde 2153 gefunden. Nach dem Fehlschlag des V9-Impfstoffes haben 5% der geimpften Frauen eine Mutation entwickelt, welche die schneller und tödlicher als die normalen Infizierten macht. Achtung, lebende Exemplare, nicht auf das Glas schlagen, es ist nicht kugelsicher. Ein so dezenter Hinweis. So, ich denke mal, hier dürfte eigentlich nichts weiter hinter sein. Machen wir mal auf. Kann ja sein, dass da ein Zombie steht. Das tut's. So, komm her. Galerie weibliche Exemplare. Achtung, die Exemplare werden dank Konservierungsflüssigkeit am Leben erhalten. Im Falle einer Beschädigung der Kapsel evakuieren sie die Galerie ordnungsgemäß. Gut, hier geht's nochmal runter. Ach so, hier war auch noch eine Tür, habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, ich wollte da eigentlich auch noch gar nicht lang. Dann gehen wir doch erstmal hier lang. Jetzt mal den Bereich safen. Und dann machen wir hier oben weiter. Okay. Muss mehr mit Tastatur arbeiten. Ob das hier noch ein Bereich ist, wo wir hin können hier? Glaube ich jetzt nicht, aber... So, externer Zugang E1. Achtung, Abluftpumpen verstopft. Seegrasreinigung der Filter wird durchgeführt. Also ich mache hier trotzdem nochmal auf, damit wir zur Not auch mal einen Fluchtweg haben.
So, wo müssen wir lang? So, da. Wir können eigentlich den kompletten Weg bis hier oben hin latschen. Oh, so ein Riesenareal hier. Aber bis jetzt habe ich noch keine Zombie-Nester hier gefunden. Ich weiß nicht, ob das so... Normalerweise in so einem Außenbereich hat man sowas öfter mal gesehen. So, 5 Ebenen sollten das sein, ne? Vielleicht eine Ebene, 2 Ebene, 3 Ebenen, 4 Ebenen, 5 Ebenen. Dann kann das wahrscheinlich die Hauptebene sein. Ich denke mal, das wird dann tatsächlich der finale Raum sein. Also schon mal Finger auf die... auf die Leertaste, weil ich glaube, hier geht das, der Tanzen mal richtig los. ja. Toll. Übrigens kriegen wir die dann zeitnah rausgeknipst. Müssen wir nur aufpassen, dass wir die anderen nicht noch vor sich... Ey, was ist das für ein Riesen... Das ist wahrscheinlich wieder so ein Riesenraum hier. Ich gehe gleich mal bis... da. Du Scheiße. So, ganz vorsichtig. Nicht mehr schießen, nicht mehr schießen. For the Empire. Nein! Ah. Wonderful. Okay. Ja, gut, ich muss sie auf Distanz einzeln ausknipsen. Und die spucken einmal jeweils. Das ist echt kacke. Und wenn wir dran vorbeigehen, dann ist sowieso Essig. Ich gehe mal ein Stück nach da, dann kriegen wir vielleicht die ein bisschen besser geknipst. Wir müssen die möglichst immer schön aus Distanz wegknacken. So. Und den als nächstes. Dürfen sie nicht spucken lassen. Ich glaube, ich mache jetzt mal eine Seite fertig. So, dann die. Oh, das läuft doch ganz gut. Nicht spucken lassen. Funktioniert doch bis jetzt noch ganz gut, aber da kommt der. Wir müssen. Ich gehe mal ein bisschen weiter hier rüber. Nicht, dass die mir nachher hier wieder platzen. Von Neid. So, machen wir erstmal den. Nehmen wir eigentlich Schaden in dieser Suppe? Nee. Das ist doch gut. Und den als nächstes. Außerdem haben wir noch so ein bisschen Deckung durch die Kapseln. So. Oh, dann machen wir den hier noch. Gut. Das hat ja schon mal ganz nett funktioniert hier. Frag sie nur, was da hinten noch kommt. Da kommt wahrscheinlich nochmal so ein Raum nur mit Harpien. Dann habe ich aber echt... obwohl, so groß kann der Raum da hinten nicht mehr sein. Aber da wird wahrscheinlich das Artefakt drin sein und vielleicht nochmal ein paar von den... Ja, was weiß ich, noch ein paar dicke oder was weiß ich. Das wird auf jeden Fall schon nicht lustig werden, bin ich mir sicher. Fangen wir wieder von vorne an. Ich gehe mal erstmal hier vorne wieder hin. Mal wieder eins nach dem anderen. Machen wir uns erst den fertig oder erst den hier besser. Ja, schön auf Distanz wegknüppeln, da so soll er sein. Sehr schön. I still have some tricks up my sleeve. For the Empire. Those heads are calling for a bullet. Schick.
So. For the humans. Gut. For the Empire. Und gehen wir mal von hier aus weiter. Machen wir erstmal den. Silent and for the humans. The party has just begun. So glad to do it. So. Das sollten alle gewesen sein. Ich weiß noch nicht, ob hier noch irgendwas zum Sammeln ist. Bis jetzt habe ich hier gar nichts gesehen. Oben war ja auch nichts, ne? Ich glaube, gleich wird uns noch das Herz stehen bleiben. Spätestens dann, wenn wir noch in den letzten Raum reingehen. Mutmaßlich letzten Raum. Das wird schon seinen Grund haben, warum hier so ein Flammenwerfer ist. Jo, das war klar. Okay. Oh. Lauf, 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 lauf. Come on. Lauf! Lauf! Yes. Uff. No problem. Läuft. Und weiter geht's. Der Zombie ist natürlich direkt vor der Flamme auch stehen geblieben. Ich meine, er ist natürlich schlau vom Zombie. Understood. Ah? Noch jemand? That's easy. Okay, anscheinend nicht. Gut, dann sammeln wir doch mal ein bisschen. Ich behaupte mal, dass es der letzte Raum sein sollte, könnte, müsste. Auf jeden Fall ist hier das Artefakt, das ist schon mal wichtig. So. Das Artefakt ist auf jeden Fall da. Tada! So. Da fehlen noch 40 Punkte, da fehlen auch nochmal 30 Punkte. Das heißt, irgendwo muss hier noch ein Raum sein. Oder haben wir hier noch irgendwas übersehen? Ach, hier ist noch was, halt. Hier ist noch was. Das sieht man aber auch teilweise kaum, ne? Wenn das nicht so ein bisschen erhaben ist oder so ein bisschen leuchtet, dann siehst du das kaum. So gut wie gar nicht. So, uns fehlen noch 20 Punkte Imperium und 30 Punkte Forschung. Das sollte jeweils eigentlich ein Container sein. Also ich würde mal sagen, dass es ein Raum ist. Ein Raum, der uns noch fehlt. Wo haben wir denn hier noch nicht geguckt? Da, da, das, das. Da, da war eigentlich alles gut. Da ist alles gut. Laden. Da oben ist noch was. Okay, alles klar. Dann latschen wir doch erstmal da nochmal wieder hin. Und zwar erstmal das hier. Fast and silent. So. Das hat doch eigentlich ganz gut funktioniert. Bis jetzt. Bis jetzt. Ne? Ich will ja nicht. Kann ja sein, dass wir tatsächlich noch irgendwie einen Raum haben, den wir komplett übersehen haben. Ich würde mir lieber in Angriff gehen. Habe ich da was übersehen irgendwie? Hier oben vielleicht noch irgendwie was? Ich wundere, dass das hier nichts ist. Ich hätte erwartet, dass hier zumindest ein bisschen was rumkrebelt. Aber da kommen wir ja auch nirgends sonst ran. Das ist ja nichts. Also hier hinten kann ja eigentlich nichts sein. Da ist nichts. Oder einer von diesen Kapseln? Eigentlich auch nicht, ne? Na. Gut. Da muss man. Und dann einmal da drüben hin. Come on.
So, sammeln wir den noch mit ein. Damit hätten wir die Imperium-Punkte voll. Jetzt fragt sich nur, wo die Forschungspunkte sind. Müssen wir mal Raum für Raum nochmal durchgehen hier. Ich dachte erst, der wäre das hier, aber das ist das Lämpchen, was da einfach nur vor sich hin glüht. Hier nischt. Da nischt. Da hatten wir auch alles. Weiß nicht, den können wir ja nicht angreifen, ne? Ne, sonst würde da, ja ein Kreuz erscheinen. Da ist nix. Hier hatten wir die, ne, die ganz normalen Zombies. Da war nicht. Jetzt geht das ganze Gesuche los, weißt du. Und er weiß der Geier, wo das denn hier ist. Da auch nicht. Da nicht, auch nicht. Hier hinten vielleicht noch irgendwas. Mö. Scheiße. Meine, gut, zur Not würde ich auf die 30 Punkte dann auch pfeifen, aber das sind immerhin 30 Punkte, ne? Das ist... 30 Punkte sind immerhin 30 Punkte. Und hier sind auch keine Türen mehr. Mal so ganz, ganz kleine Container sein. Oder ein Geheim. Ah! Hier. Habe ich tatsächlich übersehen, weil der Dampf hier da drüber ist. Das sollen die letzten 30 Punkte sein. Jawohl. Sauber. Sehr schön. Gut, dann sehen wir zu, dass wir hier rauskommen. Ich muss hier laufen. Dann haben wir ja eigentlich alles, ne? 330 Punkte, 700 Punkte Forschung, das läuft. So, das müssen wir eigentlich nur noch lebend entkommen und dann, ja, nur noch. Ja, ich bin immer vorsichtig. Es wird erst gefeiert, wenn man draußen ist, weil es kann ja immer mal was sein, dass die nachher irgendwas eingebaut haben, dass du vielleicht zum Schluss noch irgendwie eine Welle kriegst oder so ein Unfug. Weiß man ja immer nicht. Das kann ja immer alles passieren. Soll das eigentlich? Na, das ist, kann man ja einfach mal so reinprogrammieren. Das wäre ja nun echt krass. Guck mal, du gehst hier meinetwegen zur Tür raus und dann wird hier jetzt so ein unsichtbarer Schalter betätigt, dass da von da aus mal irgendwie noch 50 Spucker kommen oder so Blödsinn. Ja, also, es kann ja immer mal sein. Aber das scheint locker zu laufen. Wir haben alle Punkte eingesammelt. Wir sind nicht gestorben. Wir haben ganz gut überlebt. Allerdings bin ich natürlich auch froh, dass wir die Medikits noch gefunden haben, weil ohne die... Aber wenn man da so ein bisschen Stück für Stück vorgeht und ich denke mal, das war auch ganz praktisch, dass ich die Schussfrequenz eben halt erhöht hatte bei ihm, weil wenn Miso dann auf die Art und Weise die Harpien, gut, bis auf die Harpien, die wir mit der Granate angegriffen haben, das war natürlich total blöd, das hätten wir mal nach und nach genauso auch wie bei den Spuckern und bei den anderen Zombies machen sollen. Einfach Kapsel für Kapsel öffnen, erschießen, Thema durch. Und das ist eben halt ein Verdienst auch der Schussfrequenz. Definitiv. Schließen. So, gucken wir gleich mal, was wir noch als nächstes skillen. Unserem Helden. Ich weiß ja nicht, wie viele Missionen da noch kommen. Ah, wir haben einen Fähigkeitspunkt. So, Stufe 9. Was könnten wir da machen? Nachladegeschwindigkeit plus 25. Was hatten wir jetzt überhaupt gemacht? Schussgeschwindigkeit, ne? Angriffsgeschwindigkeit plus 20. Das ist das also.
So, die haben wir ja schon. Nachladegeschwindigkeit plus 25, mehr Rüstung. Zielusgeschwindigkeit plus 30. Angriffsreichweite plus 1, Sichtweite plus 1. Auch nicht verkehrt. Plus 1, plus 1. Geschwindigkeit. Effektradius plus 0,25, was auch immer Effektradius sein soll. Wahrscheinlich Sprengkraft der Granaten oder so, weiß ich nicht. Leben plus 60%. Wäre auch nicht verkehrt. Ich möchte aber mehr so auf Geschwindigkeit gehen. Nachladegeschwindigkeit plus 25. Also Schussgeschwindigkeit ist auf jeden Fall schon auf Maximum. Mehr gibt es da nicht. Nee, guck mal hier. Nachladegeschwindigkeit plus 30. Nee. Also die Grünen haben wir alle schon freigeschaltet. Oder Angriffsreichweite. Oder Nachladegeschwindigkeit. Entweder Nachladegeschwindigkeit oder Stärke. Oder Leben. Also Leben. Ist alles Leben hier. Rüstung. Ach, ich nehme nochmal die Kiste. So, was haben wir denn hier? Der Enthüller. Neuigkeiten. Montag, der 12. Dezember. Jahr 2112. Die kürzlich in Kraft getretenen Maßnahmen haben dafür gesorgt, dass die Millionenstädte sauberer als je zuvor sind. Der Anblick von überfüllten Krankenhäusern, Kriminellen und Bettlern auf den Straßen sind ein Bild der Vergangenheit. Die einst ängstlichen Bürger feiern und loben die Entscheidung der Regierung. Allerdings wird vermehrt Armut und steigende Kriminalität in den Außenbezirken der Städte registriert. Die Regierung hat bereits einen Konvoi und das Militär in diese Region geschickt, um das Sammeln und die Verlegung dieser ehemaligen Bewohner voranzubringen. Ja, das klingt ja nach einer sehr netten Regierung. Sehr, sehr nett. Guck mal, so, und ich würde sagen, wir haben jetzt nur noch eine Mission vor uns, denn, wir haben hier noch einmal Fragezeichen. Ich habe ja gesagt, so ein bis zwei Missionen schätze ich noch, dass da noch was kommt. Damit man so von den Punkten nachher noch so einigermaßen bis zum Ende hinkommt. Aber es gibt ja nach jeder Story, nach jeder Mission so ein Nachrichtenpapier und so ein Zeitungsschnäpsel. Und einen haben wir noch, das heißt, wir haben noch eine Mission noch offen. So, gut. Da haben wir das auch. So, dann kommen wir als nächstes definitiv, weil das ist 5er, ne? Das ist 5. Das ist 4, dann machen wir die nämlich als nächstes. Der Widerstand, das machen wir in der nächsten Folge. Hier gucke ich nochmal ganz kurz rein, was man eventuell forschen könnte. Ich lege mich da jetzt noch nicht fest. Entschuldigung. So, Spezialmunition hatte ich ja freigeschaltet. Die Titanen würde ich ganz gerne machen. Das waren ja die mechanischen Exoskelette, die Thanatos-Leute. Das waren ja die, glaube ich, mit den Granatwerfern. Und das waren ja, glaube ich, diese laufenden Mechs mit den Doppelgatlings, die sie, glaube ich, mitschleppen. Das ist schon ganz geil. Was haben wir hier überhaupt noch? Schockturm, benötigte Energie, Rüstung plus 5%, Musik, Gasthaus. Die Söldner kommen alle zwei Tage. Müsste ich eigentlich auch nochmal alles erforschen. Eigentlich müsste ich eher Grundlagenforschung machen, hier den ganzen Krams. Benötigte Energie minus 1, Steinhaus benötigte Energie minus 2, auch nicht so unwichtig. Ist eigentlich alles wichtig. Aber ich würde eine von den beiden ganz gerne mitnehmen. Ich könnte natürlich auch beide mitnehmen, aber... Titan, dieser Kavalier, steuert diese beeindruckende Tötungsmaschine. Sie hat einen extrem schnellen Streuschuss mit großem Flächenschaden. Weise ihn an, Infizierte zu verfolgen und genieße das Spektakel. Genieße das Spektakel alleine. Naja, gut. Forschungszeit, ja... Also die beiden würden mich auf jeden Fall, also hier Wolframsäge würde mich interessieren, die beiden würden mich interessieren. Das heißt, wir sind hier bei 360, 380, 480 Punkten. Da sind wir bei 480 Punkten. Da vielleicht 480 Punkte investieren und dann hier oben vielleicht nochmal. Erweiterte Lichtbogen. Oder hier, das ist, wollten wir ja auch nochmal machen. Also was hatte ich gesagt? Das waren 360. 360, 380, 480, 680. Also könnten wir Militärakademie machen, wir könnten Wolframsäge machen und die zwei. Weil wir haben hier vorne ja auch noch so viel, ne? Zum Beispiel benötigte Energie, auch alles nicht unwichtig, weil so können wir uns natürlich Energie sparen. Oder hier den ganzen Kram, den wir hier unten hatten.
Materialrückerstattung, gut, das ist jetzt vielleicht noch nicht so. Aber sowas zum Beispiel. Goldtransport plus 200. Holz, Holztransport, Goldtransport plus 200. Dann haben wir hier unten noch plus 15 Holz alle 24 Stunden. Plus 8 Stein. Dann haben wir hier noch Eisen. Das wäre quasi so unsere Notreserve. Der stille Beobachter. Das präziseste, komplexeste Artefakt. Ach, globale Sicht. Ja, ja, alles klar. Ah, es ist alles nicht ganz... Nee, alles nicht so ganz schlecht. Militärausbildung, Schutzbarriere 20%. Was auch immer das bedeuten mag. Gasthaus haben wir auch noch nicht. Ja, Gasthaus haben wir schon, aber Glücksspiel noch nicht. Ja, ich weiß nicht. Gasthaus habe ich bis jetzt immer noch nicht. Ich weiß nicht, bringt das was? Gasthaus? Bringt Gasthaus was? Aber das wären jetzt erstmal so die vier Sachen, die mir jetzt einfallen würden. Einmal die Wolframsäge. Die Wolframsäge, die haben wir ja schon. Die Wolframwerkzeuge, großer Steinbruch, die haben wir ja schon. Dann die zwei. Die zwei, dann... Nee, das wollte ich nicht. Was wollte ich denn? Hä? Achso, ja, klar, natürlich Wolframsäge. Die beiden. Und dann nochmal Militärakademie, weil wir dann nämlich... Kriegen wir nämlich pauschal Veteranen nämlich raus. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und mit hellen Fertigkeit beim Bringen sie zu mutigen und erfahrenen Veteranen raus. Hm. Da kriegen wir gleich Veteranen. Das ist natürlich schon mal... Das ist schon mal fein. Da müssen wir natürlich dann auch erstmal wieder im Spiel hinkommen. Aber ich glaube, das ist so den Weg, den ich gehen werde. Wolframsäge, die zwei... Militärakademie. Ich denke mal, das werde ich machen. Das entscheide ich aber sonst erstmal noch in Aufnahmepause und zur nächsten Folge hin, weil dann spielen wir eben mal diesen Kameraden, der Widerstand. Und ja, dann vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaut habt. Das war die Mission Omnicron Labor. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. They are Billions und der Widerstand wieder. Macht es gut, bis dann. Tschüss.